machine à clous. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de Belleville. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, dans ces tourelles avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Allez les filles, allez. Swing me, baby, rendez-vous. My girl, bet in the bill. Pour ton corps, comme la boue. Pour faire bien soin, je rendez-vous. Je veux pas finir ma vie à Singapour. Singapour. Je redis comment j'ai des petits fous. Moi, je veux être idiot. Michael Richter, Boomer nennen es mich am Strich. Am Strich? Was machen Sie denn da? Ja, bin ja Betreuer oder Aufpasser. Für viele bin ich ein Freund. Aufpasser? Was passen Sie denn da auf? Na, auf die Ladies. Radikale Kunden, miese Freier, Schutzgelderpresse und so weiter. Schutzgeld? Da verdienen Sie sich was dazu nebenbei, oder wie? Nein, im Gegenteil, ich zahle schon viel zu lange an den Club. Mhm. Sagen Sie uns einen Kaffee vielleicht? Ja. So, Roboter, ein Kaffee bitte. Ja, Chef. Sag jetzt einmal, was für ein Club eigentlich? Ja, der Nokia Club. Das gehört zu einer ganzen Kette von Clubs. Was zum Sagen haben? Jones, ich bin auch einer von den Guten, so wie Sie. Für mich gibt's da nicht mehr zum Sagen. Na dann, geht mir's soweit. Meine Herren, Kriminaldirektion Wien, Robert Radetzky. Henkel Hagebrunn am Apparat. Was weiß er? Er ist ein kleiner Fisch, aber schwimmt im selben Teich. Und neckerig ist er auch. Ein Freund der Huren. Das macht mich nervös. Ich möchte, dass das heute noch erledigt wird. Darauf können Sie sich verlassen. Wer bist denn du? Ich bin die Welle. Wir haben dich ja schon erwartet. Ladies, ich würde euch gern wen vorstellen. Das ist die Belle, eine Studentin aus Paris, die ist heute frisch eingetroffen bei uns. Belle, das da oben, das ist die Antje aus Rotterdam. In eurer Hafenmanier, gell, Antje? Guten Tag. Und das da, das ist die Luna aus Mexiko, unsere Exotin. Die ist sehr temperamentvoll.
Hola, Ricura. Fühl dich wie zu Hause. Ich hoffe nicht. Mais merci pour l'accueil. Je suis belle. Ich stehe auf deinen Akzent, Kleine. Und wegen der Honig, wenn die mal grob ist, da denkt der nix, die gehört halt schon zu den alten Hasen. Geh, Mupperl. Ich schau mir die Weile an und lass mir ja nichts zu Ohren kommen, gell? Aber falls doch einmal Probleme gibt. Problem? Ich verstehe nicht.